So Leute, ich begrüße euch recht herzlich wieder hier zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder einschaltet, denn im heutigen Video will ich euch etwas vorstellen bzw. euch ein paar kleine Handgriffe für Nvidia-Grafikkarten-User zeigen. Ich habe das Ganze über ein englisches Nvidia-Video angeguckt bzw. da hat jemand ein Tutorial hochgeladen gehabt, wie man das einstellt und so. Und das Ganze lief auch halt auf Englisch, also er hat es auf Englisch gezeigt. Und ich möchte euch mit dem Video einfach mal auf Deutsch das zeigen, was man in den Nvidia-Einstellungen optimieren kann, damit man eine bessere Spielleistung erbringen kann. Also in dem Sinne mehr FPS oder ein flüssigeres Bild und so weiter und so fort. Und ja, den Link habe ich nochmal in die Videobeschreibung gepackt. Wer also das offizielle Video dazu gucken möchte, habe ich nochmal in die Videobeschreibung, wie gesagt, hinzugefügt. Das könnt ihr euch dann anschauen. Wie gesagt, es ist auf Englisch. Wenn ihr da nicht ganz drunter versteht, was man da einstellen muss, empfehle ich euch, mein Video hier anzugucken. Und wenn ihr dazu weitere Fragen habt, würde ich sagen, einfach in die Kommentare damit. Ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch dabei viel Spaß. So Freunde, als allererstes, was ganz wichtig ist, gehen wir erstmal auf den Desktop. Und zwar Freunde, wir müssen auf jeden Fall den aktuellsten Nvidia-Treiber herunterladen. Da geht ihr einfach auf nvidia.com, ladet euch den aktuellsten Nvidia-Treiber herunter und das war's auch dann schon. Falls ihr den Nvidia-Treiber bereits installiert habt, müsstet ihr auch GeForce Experience dabei haben. Mit GeForce Experience habt ihr die Möglichkeit, einfach den aktuellsten Treiber bereits herunterzuladen. Und das macht er dann alles automatisch sozusagen. Also, wir kontrollieren erstmal, ob wir überhaupt den aktuellsten Nvidia-Treiber heruntergeladen haben. Bei mir dauert das ein bisschen wieder, weil ich ja gerade etwas Internetprobleme habe. Draußen ist Schnee, richtig hoher Schnee bei uns. Und ja, da ist ein bisschen die Internetverbindung bei mir eingeschränkt, weil ich das Ganze über LTE betreibe. Leider ladet das hier jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd, euch das jetzt so zu zeigen. Aber wenn ihr den aktuellsten Nvidia-Treiber heruntergeladen habt, Freunde, ist es für euch sehr, sehr wichtig, dass wir auf dem Desktop dann auf die Nvidia-Systemsteuerung gehen. Damit könnt ihr eigentlich dann alles einstellen. Wie ihr da hinkommt, einfach Rechtsklick auf dem Desktop und Nvidia-Systemsteuerung. Und jetzt gehen wir einfach nach und nach jede Einstellung durch, die ihr treffen müsst, damit ihr wirklich mehr FPS, mehr Leistung und das höchste Potenzial herausholen könnt von eurer Grafikkarte, was man eigentlich haben kann. Empfehlenswert ist es hier bei jeder Grafikkarte das Ganze anzuwenden. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mit meiner RTX 2080 Super jetzt als Beispiel in Red Dead Redemption 2 wirklich höhere FPS erreiche und ein flüssigeres Bild. Das seht ihr dann auch selber, wenn ihr das dann testet. Ihr könnt das ja wie gesagt testen. Und ja, auf jeden Fall, wir sind auf den Bildeinstellungen Vorschau anpassen. Dort müsst ihr auswählen, fortgeschrittene 3D-Bildeinstellungen verwenden. Dann, wenn ihr das gemacht habt, einmal hier unten auf Übernehmen klicken. Und dann habt ihr hier so einen Link, da steht dorthin bitte. Dort kommen wir dann direkt auf die 3D-Einstellungen verwalten hin. Wenn wir jetzt angekommen sind bei den 3D-Einstellungen verwalten, stellen wir einfach alles nach dem Video ein. Ich habe das Ganze übernommen von dem amerikanischen bzw. von dem englischen Video, habe ich das alles übernommen. Er hat nochmal ganz genau da erklärt, was genau das so bewirkt. Ich an eurer Stelle, beziehungsweise ich an meiner Stelle, kann euch jetzt nicht ganz genau erklären, was bedeutet oder was für einen Effekt das überhaupt gibt. Aber ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass ihr höhere Bildraten erreichen werdet und somit auch wirklich mehr FPS oder beziehungsweise ein flüssigeres Bild in euren Games haben könnt. So. Das allererste, was er hier gesagt hat, ist, bei Image Sharpening haben wir das auf GPU-Scaling gestellt. Und er hat es bei sich hier auf On gestellt. Allerdings habe ich hier die Info bekommen, beziehungsweise ich habe da gemerkt, dass einige Bilder, beziehungsweise wenn ihr ein Programm startet oder so, dass das Bild verpixelt dargestellt wird. Und ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Aber anscheinend liegt es an dieser Einstellung. Deswegen würde ich euch empfehlen, lasst diese Einstellung off. Falls ihr das Video abgleichen wollt mit dem anderen, lasst diese Einstellung einfach auf off. GPU-Scaling könnt ihr anlassen. Einfach auf OK und gut. Dann haben wir hier die anisotropische Filterung, das haben wir anwendungsgesteuert gelassen. Anti-Aliasing FXAA ist aus. Anti-Aliasing Gamma-Korrektur ist ein. Anti-Aliasing-Modus anwendungsgesteuert. Anti-Aliasing-Transparent ist aus. Dann kommen wir hier schon wieder zu den nächsten Einstellungen, die sehr, sehr wichtig sind. Und zwar bevorzugte Aktualisierungsrate. Hier wird mein Monitor angezeigt, da wählt ihr höchste verfügbar aus. Bei CUDA-GPUs lasst ihr alle. Und bei DSR-Faktoren lasst ihr auf off. Bei Dreifachpuffer lasst ihr auch wieder auf aus.
Und dann kommen wir hier wieder zu den wichtigsten Einstellungen, und zwar Energieverwaltungsmodus. Der ist hier anscheinend auf optimale Leistung eingestellt, also ein Gewicht zwischen Leistung und Energiesparmodus, was aber in dem Sinne jetzt wirklich nicht, ich sag mal, brauchbar ist. Wenn man spielt, wird die maximale Leistung eventuell benutzt, aber auch nicht immer. Das ist bei jedem Spiel dann immer anders. Deswegen einfach die maximale Leistung bevorzugen. Keine Sorge, im Hintergrund, wenn ihr auf dem Desktop oder so seid, läuft die Grafikkarte nicht auf maximale Leistung. Diese Funktion funktioniert erst, sobald ihr ein Spiel spielt, ja? Also braucht ihr keine Sorgen haben, dass hier irgendwie ein höherer Stromverbrauch im Idle-Modus oder im Desktop-Modus ist. Also maximale Leistung bevorzugen. Dann Max Framerate, kommt immer drauf an, was euer Monitor hier rausgibt. Ich habe einen Acer 144 Hertz Monitor mit einer 2K-Auflösung. Ich komme nicht mal bei jedem Spiel auf 144 FPS, aber bei einigen schon. Deswegen habe ich maximale FPS, also die maximale FPS-Limit auf 144 eingeschränkt. Einige Spiele geben mir sogar 200 bis 300 FPS, aber das ist halt ein erhöhter Stromverbrauch und mehr kann mein Monitor überhaupt nicht leisten. Deswegen 144 FPS für meinen Monitor reicht völlig aus. Mein Monitor kann 144 Hertz, deswegen 144 FPS. Wenn euer Monitor nur 60 Hertz kann, solltet ihr so 65 FPS ungefähr haben oder 60 FPS. Und ihr könnt versuchen, mit V-Sync zu spielen, aber ich empfehle es euch nicht, weil da entsteht irgendwie bei der Mausbewegung immer so ein komischer Delay und das ist dann immer seltsam. Ist bei jedem anders, kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. Wie gesagt, ich spiele mit keinem 60-Hertz-Monitor, sondern mit einem 144-Hertz-Monitor. Deswegen müsst ihr da nochmal nachschauen. Dann auf jeden Fall wichtig, Modus für geringe Latenz, macht ihr auf 1. Dann haben wir Monitortechnologie, G-Sync-Kompatibilität. Wenn ihr einen Monitor habt mit G-Sync-Kompatibilität oder FreeSync, so wie ich habe ja FreeSync-Kompatibilität und der Treiber aktualisiert bzw. aktiviert auch die G-Sync-Funktion mit dem Monitor, also kann ich hier praktisch G-Sync benutzen, deswegen habe ich da G-Sync nochmal aktiviert bei mir, deswegen ist es bei euch dann, wie gesagt, kommt auf den Monitor drauf an, wenn euer Monitor G-Sync oder FreeSync kann, seht ihr die Funktion, wenn nicht, dann ist es ausgegraut. Dann haben wir Multiframe Sampled AA, das ist auf Aus, und dann OpenGL Render GPU, wählt ihr die Grafikkarte aus, in meinem Fall ist es meine RTX 2080 Super, die ich jetzt irgendwie nicht anklicken kann, das hängt immer wieder ein bisschen. Wählt auf jeden Fall eure Grafikkarte aus, dann Shader Cage auf 1, Texturfilterung, anisotropische Abtastoptimierung ein, dann Texturfilterung negativer LOD Bias zulassen, Texturfilterung Qualität hohe Leistung, Texturfilterung trilineale Optimierung ein, Thread Optimierung Auto, Umgebungsverdeckung auf aus, vertikale Synchronisation müsst ihr auf Einstellung für 3D Verwendung, also Einstellung für 3D Anwendung verwenden. Das heißt, wenn ihr das jetzt auf Aus macht und ihr geht ins Spiel und aktiviert V-Sync, funktioniert das nicht. Deswegen lasst es einfach so, weil dann könnt ihr noch selber einstellen oder beziehungsweise selber entscheiden, ob ihr im Spiel V-Sync nutzen wollt oder nicht. Und Virtual Reality habt ihr auf Aus und vorgerendert Virtual Reality Einzelbilder auf 1. Also das ist wirklich eigentlich Standard. Das sind die meisten. Viele Einstellungen sind bei euch schon gleich. Die anderen müsst ihr noch machen. Das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr die dann auf jeden Fall macht. So, wenn ihr das gemacht habt, wechseln wir zu Surround Physics Configuration oder beziehungsweise Physics konfigurieren und wählt hier auch nochmal die RTX 2080 Super aus, nicht die CPU, damit wirklich die Spiele und allgemein die Leistung von der Grafikkarte aus rausgeht. Dann sind das eigentlich schon alle Einstellungen, die was mit dem Spiel zu tun haben. Das war es schon mal vorweg. Was ihr jetzt noch einstellen könnt, ist auf jeden Fall die Auflösung. Solltet ihr auf PC auf die native Auflösung stellen, wenn ihr 2560x1044 habt wie ich, wählt ihr die PC-Auflösung nativ aus. Und oder wenn ihr einen 1080p Monitor habt, dann 1920x1080 und wählt auch nochmal die Aktualisierungsrate hier aus. Wenn ihr also nur 60 Hertz habt, wählt nur 60 Hertz aus. Mehr könnt ihr auch nicht auswählen. Hier unten nochmal dynamische Ausgabebereich auf voll, Ausgabe Farbtiefe auf 8 BBC, höchste 32 Bit bei Desktop Farbtiefe und Ausgabeformat RGB. Und auf jeden Fall Nvidia Farbeinstellungen verwenden. Wenn ihr das gemacht habt, einfach einmal auf Übernehmen klicken und dann aktualisiert sich einmal der Desktop. Und dann war es das auch schon. Ja, jetzt hat sich bei mir das Ganze hier aktualisiert, weil ich die andere Auflösung ausgewählt habe. Jetzt muss ich das Ganze nochmal hier auf PC und übernehmen. So, jetzt ist ein ganz kurz schwarzes Bild. So, wunderbar. Jetzt haben wir wieder hier ein ganzes Bild von mir. Das sind nochmal die ganz wichtigsten Einstellungen, die ihr auf jeden Fall treffen müsst. Bei G-Sync einrichten, wenn ihr einen Monitor habt, der G-Sync kann, könnt ihr das aktivieren. Also G-Sync, G-Sync-Kompatibilität aktivieren auf Vollbildmodus und Einstellungen für das ausgewählte Anzeigemodell aktivieren.
sollte eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann, wenn ihr kein FreeSync oder G-Sync habt, dann geht das auch nicht. Ne? Ist jetzt aber auch nicht weltbewegendes, sag ich mal. Ansonsten sind das alle Einstellungen, die ihr treffen könnt. Und mehr gibt es in dem Sinne nicht mehr, Freunde. Ja, das waren alle Einstellungen, die ich euch jetzt zeigen konnte für Nvidia-Grafikkarten-User. Für AMD-Grafikkarten kann ich euch leider nicht helfen, da ich selber keine AMD-Grafikkarte habe und darauf auch keinen Support gebe. Aber wenn ihr weitere Fragen dazu habt, ob man noch irgendwas anpassen kann oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, einige FPS mehr in euren Games zu erreichen. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Wiz. Ciao.